Legen wir los. Also, wir wollen untersuchen, was passiert, wenn man an zwei Achsen nacheinander spiegelt, die sich in einem Punkt schneiden. Okay? So, wie kann man in GeoGebra vorgehen? Was brauchen wir als allererstes? Wir wollen zwei Achsen, die sich schneiden und daran wollen wir spiegeln. Was machen wir? Ja. Okay, zwei Geraden. Also hier oben kann man Geraden nehmen, ne? Okay, die sollen sich in einem Punkt schneiden. Nehmen wir hier eine Gerade. Wartet mal, ich mache mal die Schrift größer. Habe ich neulich rausgekriegt, wo das geht hier. Das ist vielleicht ein bisschen groß, oder? Wir sind ja nicht blind. So, okay. So, zwei Geraden, die sich in einem Punkt schneiden. Hier, du hast Punkt A vorgeschlagen, ne? So, okay. Was machen wir jetzt? Ja? Was schlägst du vor? Ein Dreieck, okay. Dreieck kann man hier machen, ne? Vieleck, wir wollen ein Vieleck. Am besten kein regelmäßiges, also wir wollen kein regelmäßiges Dreieck, kein gleichseitiges Dreieck, weil ansonsten erkennt man nicht so gut, was beim Spiegeln passiert. Wir wollen ein schön unregelmäßiges Dreieck haben. Also zum Beispiel so vielleicht? Okay. Was machen wir jetzt? Ja? Spiegeln, ne? Gerade. Okay, das kann man hier machen, ne? Spiegeln, spiegle an Gerade. So, also hier, ich klicke da drauf und sage an der Gerade spiegeln. Und das Ganze nochmal an der Gerade spiegeln. Okay, wir sind jetzt interessiert dran, was passiert vom ersten zum dritten Dreieck. Das dazwischen ist nur ein Zwischenschritt. Wir wollen an der einen Achse spiegeln, danach an der anderen Achse. Dadurch entsteht hier ein Zwischendreieck, ein Zwischenschritt. Der ist aber gar nicht so interessant. Wir sind interessiert dran, was passiert denn jetzt insgesamt mit diesem Dreieck hier? Was passiert mit dem Dreieck EDF? Was passiert mit dem? Von da nach da. Genau, es wird gedreht. Um welchen Punkt wird es denn gedreht? A, genau. A ist der Drehpunkt. So sieht es zumindest aus, ne? A ist der Drehpunkt. Wieso ist A der Drehpunkt? Also was glaubt ihr, warum wird um A gedreht? Was müsste denn auf jeden Fall, wenn wir nur einen Punkt betrachten, den Punkt D, was müsste denn konstant bleiben, wenn ich den Punkt A um D drehe? Entschuldigung, den Punkt D um A drehe. Was muss da konstant bleiben? Der Abstand, genau. Das heißt, eigentlich müsste sich D auf einem Kreis um A herum bewegen. Da können wir mal schauen, können wir überprüfen, ob das so ist. Kreis mit Mittelpunkt durch Punkt. Also ich mache jetzt einen Kreis um A durch D. Ah ja, okay. D liegt auf einem Kreis, wenn D gespiegelt wird, mehrfach gespiegelt. Können wir das auch begründen? Warum ist das so? Also warum ändert sich nicht der Abstand? D könnte ja auch beim Spiegel hier unten liegen und dann da oben oder so. Warum hat D immer den konstanten Abstand um A herum? Wer hat eine Idee? Weil bei einer Drehung die Abstände gleich bleiben? Ja, wir wollen ja erst begründen, dass es sich wahrscheinlich um eine Drehung handelt. Das heißt, wir können jetzt noch nicht sagen, das ist eine Drehung, also bleiben die Abstände gleich. Wir müssen irgendwas anderes finden, warum die Abstände gleich bleiben. Irgendein anderes Argument, ja?
Der Punkt D wird ja 90 Grad zu A verschoben. Also beide Punkte sind gleich weit. D wird um 90 Grad. Also wir haben einen rechten Winkel. Ja, also du meinst jetzt, wenn ich diese Strecke hier einzeichne, ne? Die da? 90 Grad jeweils zu AB. Ja, genau, das können wir auch nochmal überprüfen. Wir bilden mal den Schnittpunkt von dieser Strecke hier zu der Spiegelgeraden. Okay? Und jetzt können wir mal den Winkel messen. Immer gegen den Uhrzeigersinn. Erst den äußeren Winkel, dann den Punkt hier und dann diesen hier. 90 Grad. Okay, stimmt, du hast recht. Das ist 90 Grad Winkel, logischerweise, ne? Weil wir haben ja an der Achse gespiegelt. Jetzt verstehe ich aber immer noch nicht, warum ist der Abstand von D zu A gleich dem Abstand von D' zu A? Wegen der Längentreue bei der Achsenspiegelung. Wegen der Längentreue der Achsenspiegelung. Welche Länge bleibt denn erhalten? A, also in dem Fall, AD, genauso wie AD'. Ja, AD, die Strecke AD wird durch Spiegelung an der Achse AB gespiegelt auf AD'. Ja? Diese Strecke hier, diese da, wird auf diese hier abgebildet durch die Achsenspiegelung. Und da die Achsenspiegelung längentreu ist, ist die Länge von AD gleich die Länge von AD'. Also ist der Abstand von D und D' zu A jeweils gleich. Okay. Und das gilt für jeden Punkt. Ne? Jeder Punkt hier bewegt sich auf einer Kreisbahn, wenn man so will, um den Punkt A herum. Okay. Also scheint sich um eine Drehung um A zu handeln. Wir wissen jetzt, um welchen Punkt gedreht wird, um A, aber um welchen Winkel wird denn gedreht? Also, ne, wenn ich jetzt, mach das nochmal rückgängig hier. So, wenn ich diesen Winkel hier nehme, von D zu D2', ne, von AD. AD wird ja gedreht auf AD2' durch die Drehung. Wie groß ist denn der Winkel DAD2', also der Drehwinkel? Ja, okay, der 57,67 Grad groß in dem Fall. Aber wie hängt dieser Winkel zusammen mit den Achsen? Ja, das behauptest du jetzt so. Dass der Drehwinkel soll doppelt so groß sein wie der Winkel der beiden Achsen. Können wir mal prüfen. Ne? Gucken wir mal, wie groß ist der Winkel der beiden Achsen. Das braucht dann nochmal einen zweiten Punkt drauf. Der andere ist verschwunden. Warte mal. So. Gucken wir mal. Winkel messen. B. A. A. So. Das ist jetzt übereinander. Super, ey. 58,84. Ja, kommt hin, ne? Zufall, oder? Ist Zufall jetzt genau in der Konstellation? Oder ist es immer so? Was meint ihr? Ist es immer so oder ist es Zufall? Das kann kein Zufall sein. Wenn wir behaupten, es ist doppelt so groß und es kommt der doppelte Winkel raus, nee, das kann kein Zufall sein. Ist auch kein Zufall. Es ist immer so. Der Drehwinkel ist doppelt so groß wie der Winkel der beiden Achsen, an denen nacheinander gespiegelt wird. Die Frage ist nur, warum ist das so? Nehmen wir das ursprüngliche Bild. Warum ist das so? Ich zeichne euch mal, betrachte mal weiterhin einen Punkt. Ne? Also es ist immer gut, da einen Punkt zu betrachten. Nehmen wir mal den Punkt D weiterhin und wir zeichnen immer mal die Strecke von A nach D ein, nach D' und nach D2'.
Ich gebe den Geraden mal eine andere Farbe, dass man sie mal ein bisschen besser sehen kann. Machen wir die Geraden mal blau. Die Gerade blau. Ja. Die machen wir auch blau. So. Also der Winkel, den die beiden Achsen hier einschließen, dieser Winkel ist halb so groß wie der Winkel von AD nach AD2'. Warum? Ja. Stopp, genau. Die Geraden sind Winkelhalbierende. Die Gerade AB halbiert den Winkel DAD'. Warum? Warum halbiert die Gerade den Winkel DAD'? Ja, weil die D und D' Gleichwert von der Achse entfernt sein müssen. Okay. Warum sind dann die beiden Winkel gleich groß? Ich zeichne mal die Winkel ein. Kann ich das ein bisschen größer machen hier? Na. Vielleicht, wenn ich reinzoome, vielleicht sieht es dann größer aus. Mal schauen. Nee, Mist. Du bist so gut. Ja, super. Toll, wenn man GeoGebra-Experten hier im Raum hat. So muss es sein, oder? Sehr schön. Jetzt markiere ich den nächsten Winkel auch nochmal. Immer schön gegen den Uhrzeigersinn. Da darf ich das Ganze gleich nochmal machen. Toll. So, ihr seht schon, ne? Der Wert, der da angezeigt wird, ist der gleiche. Jetzt habe ich irgendwas Falsches erwischt. Warte mal. Ne. Ja, das scheint zu sein. Okay. So, die beiden grünen Winkel sind gleich groß. Offensichtlich. Warum? Ihr habt gesagt, okay, D und D' haben denselben Abstand von der Gerade AB. Naja, gut, okay. Warum sind denn dann die Winkel gleich groß? Boah, fehlt vielleicht noch was als Zwischenargument? Ja? Sehr schön. Wegen der Winkeltreue der Achsenspiegelung. Deswegen haben wir uns mit den ganzen Eigenschaften von Konkurrenzabbildung beschäftigt. Ne? Winkeltreue. Winkel bleiben unter der Abbildung gleich groß. Das heißt, der Winkel Alpha wird auf dem Winkel Beta abgebildet und bleibt gleich, und ist damit gleich groß danach. Ne? Winkeltreue. So, jetzt machen wir das Ganze nochmal für den zweiten Winkel. Winkel messen. Jedes Mal mache ich den Fehler. So. Kann ich den woanders hinpacken? Dem geben wir jetzt mal eine andere Farbe auch. Die machen wir mal rot. Und Darstellung 100%. So. Oder 100 irgendwas, keine Ahnung. Winkel.
Gesundheit. So, das braucht immer ein bisschen Zeit, aber wir haben ja Zeit, ne? So, okay. Wer kann nochmal begründen, warum die beiden roten Winkel hier gleich groß sind? Bei der zweiten Achsenspiegelung? Vorsicht, nicht hier langlaufen, ne? Nicht hier langlaufen. Ja, sag mal. Genau, wegen der Winkeltreue. Ne? Hier an der zweiten Achse wird auch gespiegelt. Und der Winkel, der erste rote Winkel hier, ich glaube mit Gamma bezeichnet, wird an der Achse AC gespiegelt und landet auf Delta. Und wegen der Winkeltreue sind Gamma und Delta gleich groß. Okay. Wer kann jetzt begründen, warum der Gesamtwinkel der Drehung doppelt so groß ist wie der Winkel der Achsen? Ja? Mhm. Genau. Also, versuchen wir es mal hier zu formulieren. Warte mal. Der Gesamtwinkel setzt sich ja zusammen aus Alpha plus Beta plus Gamma plus Delta, ne? Hoppala, plus Delta. Okay, das ist der Gesamtdrehwinkel. Der Drehwinkel ist Alpha plus Beta plus Gamma plus Delta. So, wie können wir diese Gleichung noch vereinfachen? Was wissen wir? Was ist gleich groß? Alpha gleich Beta, Klammer gleich Delta. Das heißt, wir können ja hier jetzt einfach schreiben, dass das gleiche wie Alpha plus Gamma plus Gamma, oder? Weil Alpha gleich Beta ist und Gamma gleich Delta. Okay, so. So, so. Okay, wie kann ich das noch vereinfachen? Genau, oder sogar noch, pass mal auf, machen hier 2. Da können wir vielleicht mal Latex-Formel verwenden hier. 2 C dot. Wird es gleich angezeigt als? So, 2 mal, genau. Und jetzt Alpha plus Gamma. Ach, sieht das nicht schön aus? So. 2 mal, also der Gesamtwinkel ist 2 mal Alpha plus Gamma. Okay, und Alpha plus Gamma ist ja gerade der Winkel hier, den die beiden Achsen einschließen. Die Gesamtdrehung besteht aus 2 grünen und 2 roten Winkeln. Die Achsen schließen einen grünen und einen roten Winkel ein, also muss der Gesamtdrehwinkel doppelt so groß sein wie der Winkel zwischen den beiden Achsen. Cool, oder? Also, die Nacheinanderspiegelung an 2 Achsen, die sich an einem Punkt schneiden, an einem Punkt A schneiden, in einem Winkel irgendeiner Größe, ist letzten Endes eine Drehung um diesen Schnittpunkt mit doppeltem Winkel. Das Verrückte daran ist, wir sagen überhaupt nichts über die Lage der Achsen aus. Also theoretisch könnte man es jetzt überlegen, es ist vollkommen egal, wie die Achsen liegen. Hauptsache, sie schneiden sich im Punkt A in dem Winkel. Da gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Ne? Also die beiden Achsen, so wie sie jetzt sind, oder ich nehme die blauen Achsen und drehe sie mal gemeinsam ein Stück weiter, dürfte keinen Unterschied machen. Die schneiden sich in einem bestimmten Winkel in A, und das ist die Drehung um A
um den doppelten Winkel. Und das untersuchen wir jetzt nochmal in GeoGebra. Pass mal auf. Kann ich hier direkt ein neues machen? Ja. Verwerfen. So, also, wir wollen jetzt mal Folgendes untersuchen. Ist es egal, wie die Achsen, wo die Achsen liegen? Hauptsache, sie schneiden sich Punkt A und in einem bestimmten Winkel. Und das ist nicht ganz so leicht zu konstruieren, oder helfe ich euch jetzt sozusagen mal dabei. Wir probieren es mal gemeinsam. Okay? Also, wir wollen letzten Endes zwei Achsen haben, die sind in einem Punkt A schneiden, in einem Winkel, und ich möchte die beiden Achsen gemeinsam mit dem festen Winkel drehen können, um den Punkt A. Also, wir brauchen den Punkt A. Hier. Toll, jetzt darf ich die Eigenschaften wieder, Schrift wieder größer machen. Also, um den Punkt A, da sollen sich die Achsen schneiden. Und ich möchte die Achsen drehen um den Punkt. Und da ist es günstig, wenn man einen Punkt hat auf einem Kreis, den man auf dem Kreis bewegen kann. Na, also, ihr könnt euch vorstellen, ich will jetzt die erste Achse, die will ich durch den Punkt A gehen lassen und durch einen Punkt auf einem Kreis. Und dann kann ich den Punkt auf dem Kreis, sozusagen den Kreis drehen, und dann bewegt sich die Achse mit. Deswegen mache ich jetzt hier erstmal einen Kreis mit Mittelpunkt und Radius. Radius muss ich jetzt raten. Ich weiß gar nicht, wie groß machen wir einen Radius? 5 vielleicht? Das ist vielleicht ein bisschen zu groß. Machen wir mal 3. So, genau. Und da setze ich jetzt einen Punkt drauf in GeoGebra. So. Und den Punkt kann ich jetzt nehmen und hier drauf drehen. Der verlässt auch den Kreis nicht mehr. GeoGebra hat erkannt, ich möchte, dass der Kreis auf dem Punkt ist. Dass der Punkt auf dem Kreis ist. Ja, ist total cool. Okay. Wenn ich jetzt eine Gerade durchlege, meine erste Gerade, und den Punkt B bewege, bewegt sich die Gerade mit. Okay, ist klar. Jetzt möchte ich eine zweite Gerade durch A machen mit einem festen Winkel. Um welchen Winkel wollen wir drehen? Oder in welchem Winkel sollen sich die Achsen schneiden? Was schlagt ihr vor? Ja, egal halt, ne? 45 Grad? Okay, 45 Grad ist immer gut, ne? Winkel mit fester Größe. Ich markiere B. Ich markiere A und jetzt gegen den Uhrzeigersinn im 45-Grad-Winkel einen anderen Winkel hier markiert. Guck mal, der legt den sogar auch auf B, auf den Kreis hier drauf, B-Strich, sehr schön. So, das heißt, jetzt ist der Winkel zwischen BA und B-A konstant 45 Grad. Wenn ich jetzt also diesen Punkt B hier nehme und bewege, bewegen sich die Achsen gemeinsam mit. Der Winkel zwischen Achsen bleibt gleich und der Schnittpunkt bleibt gleich. Das ist das, was ich haben wollte, ne? Ja, das schauen wir mal. Wir nehmen ein unregelmäßiges Dreieck. Das spiegeln wir zuerst an B. Quatsch, an der Gerade AB. Und dann nochmal an der zweiten Gerade. So. Okay, wir haben ja gerade gesagt, vom ersten zum dritten Dreieck handelt es sich um eine Drehung um den Punkt A. Um wie viel Grad? 90 Grad, genau, scheint eine 90-Grad-Drehung zu sein, ne? Doppelter Winkel des Winkels der Achsen. Was passiert jetzt, wenn ich den Punkt B nehme und auf dem Kreis bewege, wenn ich die beiden Achsen in dem Winkel, im konstanten Winkel drehe? Was passiert dann? Hypothesen. Was bleibt gleich? Was ändert sich? Ja. Spiegelung an der zweiten Gerade, die wir gemacht haben, bleibt gleich wie die erste. Das heißt, dieses Dreieck bleibt am Platz, nur das ändert sich. Wollen wir gucken? Ein bisschen spannend, oder?
Boah. Es ist ganz egal, wie die Achsen liegen. Die Gesamtabbildung ist immer eine Drehung um 90 Grad. Ist auch klar. Pass mal auf, was passiert denn jetzt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel in die Richtung gehe? Ich markiere jetzt nochmal, hier ist der Punkt jetzt C, vorhin war es D, ist egal. Ich markiere mal das hier, diese drei Winkel wieder. Ne? Wir hatten ja vorhin überlegt, diese beiden Winkel, also dieser Winkel ist gleich groß wie dieser Winkel wegen der Winkeltreue, dieser ist gleich groß wie dieser Winkel, also ist der Gesamtwinkel doppelt so groß wie der Winkel hier zwischen den Achsen. Wenn ich jetzt die Geraden hier bewege, also in diese Richtung, ne? So, dann wird der erste Teilwinkel hier größer und der zweite kleiner. Aber das ist ganz egal, weil die Summe von beiden bleibt ja gleich groß. Das ist nur die Unterteilung innerhalb der beiden Geraden, ändert sich der Winkel. Aber trotzdem ist der Winkel noch gleich groß wie der Winkel noch gleich groß wie der Winkel. Die Gesamtsumme ist doppelt so groß wie der Winkel zwischen den beiden Achsen. Nur die Unterteilung innerhalb der beiden Geraden ändert sich. Okay. Es ist sogar so, wenn ich jetzt hier rüber gehe. War das eine Frage? Ich kann einmal komplett im Kreis rumdrehen. Das ist ganz egal. Ist klar, wenn ich jetzt hier rüber gehe, wird hier erstmal darüber gespiegelt, dann ist der Winkel ganz groß und dann subtrahieren sich die Teilwinkel wieder, weil jetzt gehe ich in die andere Richtung. Das kann man sich auch nochmal überlegen am konkreten Beispiel, aber man sieht also, es ändert sich gar nichts. Und dann sitzt man, wenn man das gemacht hat, minutenlang davor und wackelt und denkt so, toll. Wackelt ihr dann auch so, wenn ihr sowas rausgekriegt habt? Okay. Sehr schön. Habt ihr Fragen dazu? Alle Klarheiten beseitigt? Gut.